Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Sparspielrunde hier auf meinem Kanal. Heute am Dienstag mit meinem ersten Binder mit meinen Sommerspielen. Ich freue mich sehr. Wir haben ihn ja gestern im letzten Video ein bisschen neu eingerichtet. Das heißt, hier warten wunderbare neue Schätze auf mich und ich freue mich umso mehr, die endlich bespielen zu können. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch. Mit diesem wunderschönen Dashboard. Ich lieb's. Und als erstes mit der Sommer-Challenge. Das ist aus dem Jahreszeiten-Set von Kaffee und Quatsch. Und hier würde ich gerne mal würfeln. So. Und zwar nehmen wir Blau. Eine 4, die habe ich auch noch. Hier. Nein, nicht pink. Zum Glück habe ich das gesehen. Blau. Der lag direkt daneben. So, 4 Euro. Und ich glaube, dann nehme ich noch hier ein paar Muscheln mit, dass ich insgesamt auf 10 komme. Ja. Also noch 3 Muscheln. 2, 4, 6. Sehr schön. Und dann kommen hier heute 10 Euro rein. Das passt doch wunderbar. Und ich sehe gerade, dass hier ein Zweier drin ist. Das hätte man ja auch rund machen können, ne? Aber nein. So, ich nehme mal... Ja, wobei, ist egal. Wir nehmen mal hier einen Zehner. Und wenn ich nachher doch Kleingeld brauchen sollte, dann kann ich ja zurückkommen und das Geld tauschen. Und dann machen wir weiter mit einer... Nein, mit dem Tracken machen wir weiter. Das wird nicht vergessen. Nein, nein, nein. So, 10 Euro habe ich reingetan. 42 plus 10 sind 52. Weil ich mich ja so häufig verrechnet habe in letzter Zeit. Ihr freut euch dann immer irgendwie. Also, weiß ich nicht, was das soll. Aber, da wollte ich noch in der einen Challenge nachgucken, was ich da wieder veranstaltet habe. War das denn hier in dem Binder oder in einem anderen? Ich glaube, in einem anderen. Weiß ich gerade auch nicht auswendig. Muss ich nochmal nachgucken. Habe ich irgendwie gerechnet, 7 plus 1 gleich 5 oder sowas. Keine Ahnung, was da wieder los war. Auf jeden Fall. Wir rubbeln jetzt erstmal. Und zwar hier. Das ist eine Rubbel-Challenge aus der Sommerbox, die jetzt, glaube ich, so langsam ausverkauft ist. Vielleicht hat Jules noch welche von Jules Budget. Aber ich weiß nicht. So, hier habe ich auf jeden Fall 3 Euro. Und ich belasse es dabei, weil ich irgendwie hier das Bedürfnis habe, das ganz langsam angehen zu lassen. Und jetzt nicht, dass die Challenge irgendwie schnell beendet sein muss oder so. Die möchte ich mir schon noch eine Weile angucken. So. Dann machen wir weiter mit dem Spiel aus der Sommerbox. Und zwar eisige Verführung. Dann nehme ich doch mal hier einen rosanen Würfel. Und habe eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das lilane Eis. Genau, da darf ich einen losziehen und die Quersumme sparen. Hier. Und jetzt überlege ich gerade. Da waren doch so... Hier! Ha, ich habe sie. Eisige Verführung. So... Blau sind die Lose, die waren dabei. Okay, so, das kommt mal hier alle wieder rein. Und dann geht. Na. So. Und mal schauen. Die 5, 8, 9 Taschenrechner. Ich traue meinen Mathekünstler gar nicht mehr vor der Kamera. Da ist 22, das heißt, wir sparen 4 Euro. Das reicht für ein Spiel auf jeden Fall. Das kriege ich jetzt nicht wieder zu. Das lege ich erst beiseite, das mache ich dann nach dem Video. Ich bewahre solche Lose nämlich immer auf. Also 4 und dann würfle ich noch ein zweites Mal. Dafür brauche ich das Spielfeld. Eine 1. Jetzt wird gesammelt. Schaffst du es, alle Eiskugeln einzusammeln? Frostiges Kugeln sammeln.
So, wir haben ja schon vier. Dann machen wir doch. Was haben wir drin? 13. Dann machen wir doch eine 3. Das heißt, wir machen 7 Euro rein und sind dann bei 20. Plus 7, 20 Euro. Hier mache ich jetzt meine 20er rein. Oh. Irgendwie. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es. So. Wir kommen zur Gelateria und da schaue ich mal. Das ist von der Andrea von Spaß am Sparen. Ich bin gespannt, ob wir wieder ein Mixed Match machen dürfen. Das dürfen wir bei einer 2, 3, 4 oder 5. Eine 5. Okay, sehr schön. Da freue ich mich. Genau, letztes Mal hatte ich Orange. Dann male ich doch heute mal mit Rosa. Und zwar möchte ich heute noch mal ein Kugel. Ach so, wartet mal. Da brauche ich hier den Gelateria-Notizblock natürlich. So gehört sich das dann. Da können wir nämlich dann mitschreiben, ja, wie teuer unser Eis wird. So, und zwar ein Kugeleis für 1 Euro im Waffelsandwich. Das kostet mich 2 Euro. Dann nehmen wir mal hier eine Eissorte von den normalen und zwar Banane Vanille. Das kostet mich 1 Euro. Die Limited Editions lassen wir demnach weg. Genau, die hier müssen wir auch nicht abhaken, weil die sowieso, ja, also weil die beliebig viel verfügbar sind. So steht es hier. Und als Topping möchte ich gerne Schokodrops und Früchte für 2,50 Euro. Und dann nehme ich das mit. Also 2,50 Euro nochmal. Und fürs Mitnehmen kostet mich das 1 Euro. Und dann sind wir bei 1, 3, 4, 5, 7,50 Euro, die heute in diese Challenge wandern. Da konnte ich mich heute schon ein bisschen besser ja, entscheiden, was es sein soll. Das war letzte Woche ja nicht ganz so einfach, aber jetzt wusste ich ja auch schon, worauf ich mich hier einlasse und genau, so. 11 Euro plus 7,50 Euro sind 18,50 Euro. Ich bin mir sicher. Oh, das wäre jetzt, wenn das jetzt falsch wäre wieder, ne? Und ich so sage, ja, ich bin mir sicher, dass es stimmt. Also, 5, 7 und 50 Cent. Sehr schön. Das kommt wieder beiseite. Ja, das Kleine kann ich hier auch einfach stehen lassen. R2D2 passt drauf auf. Achso, das ist der Löwe. Okay, gut. Und dann machen wir weiter. Und zwar habe ich ja hier diese beiden sommerlichen Thank You Challenges einziehen lassen. Und da würde ich doch mal direkt hier ein Feld freirubbeln. Und zwar die Muschel. Die kostet mich 4 Euro. Ja, dann machen wir den Flamingo-Schwimmreifen auch direkt. Und der kostet mich 5 Euro. Sind wir bei 9. So, und dann kommen hier 9 Euro rein. Genau, tracken tue ich das jetzt hier nicht, weil ich lasse mich einfach überraschen und hoffe, dass es dann am Ende passt und ich mich nicht verrechne. Und wenn doch, weist ihr mich ja schön immer darauf hin. Okay, wir machen weiter mit dem Frostbird. Das ist eine Challenge von Kaffee und Quatsch aus ihrem, ich glaube, aktuellen Release. Und da rubbel ich mal hier ein Feld auf. Und da sind auch 5 Euro versteckt. Hatten wir letzte Woche auch. Auf jeden Fall sehr schöne Farben hier. Richtig schön bunt und fröhlich. Und ach ja, ich mag's. So, jetzt geht der Rubbelsticker auch ab, Gott sei Dank. Und dann kommen hier nochmal 5 Euro rein. So. Nee,
getrackt habe ich das nicht. Was kommt denn hier raus am Ende? 45 Euro, ja gut, das kriegen wir hin. Ich packe jetzt 2 Fünfer rein und tausche das nicht, weil ich habe genug Fünfer eigentlich. Und ja, sonst können wir das ja immer noch machen. Und dann kommen wir zum Piratenschiffe versenken. Das war das erste, ja, Schiffe versenken von Susan, ja, was sie so hatte. Und wir würfeln mit einem 10er, ja, und einem 6er. Ich möchte aber schwarz. Genau, und ja, ist schon ein älteres Spiel von ihr. Und ich hatte das damals auch gespielt, aber nicht zu Ende. Und ja, jetzt darf es mal noch mal wieder rein und hoffentlich auch zu Ende gespielt werden. Ich habe hier eine 2 und eine 3, das sind schon mal 3 Euro. Eine 3 und eine 2 sind 2 Euro, sind wir bei 5. Lege ich mir mal schon mal hier hin. 4 und 6 sind auch nochmal 5, dann sind wir bei 10 Euro. Gut. Das ging schneller als erwartet. Na. So. Und dann track das hier. Ich muss die Nupsis noch abmachen. Plus 10 sind 10. Ich nehme auch ein 10er. So. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Challenge und das ist Unter dem Meer von Susan von Gemeinsam Sparen und zwar aus ihrem Adventskalender vom letzten Jahr. Und da rubbel ich mal dieses Feld auf. Da sind 3 Euro drunter versteckt. Nehme ich noch ein zweites? Ja, dieses hier. Und da sind 4 Euro drunter versteckt. Das heißt, hier kommen 7 Euro rein. kommen hier insgesamt zusammen. Das geht ja, glaube ich, dann relativ schnell. Mal gucken. 5 und 7. Und dann kommen wir noch zur nächsten Rubbel-Challenge. Irgendwie habe ich hier viel Rubbeln. Aber das ist die Steampunk-Meeres-Challenge von der Andrea von Spaß am Sparen. Und da sind diese super süßen Meeresbewohner mit dabei und jeweils dann ein Rubbelsticker und den finde ich aber noch am coolsten. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gezeigt, aber den spare ich mir noch auf. Die ist ja hübsch, das wäre eine, also die sind alle eine Option, ne, sage ich mal, aber oh, das ist auch cool. Also das oder das. Oh, das Seepferd hier ist ja cool. Die sind auch cool. Die sind alle cool. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Oh, wow. Oh, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich nehme das Seepferdchen. Ja. Oh, eine 3. Drei Euro kommen rein. Okay. Ich war jetzt sehr gespannt, wirklich. Also, hier R2D2. Nochmal. Der hat heute sehr viel zu tun. Und das kommt hier rein. Hier track ich das aber, glaube ich, mal, weil durch die kleinen Kärtchen ist es ja dann doch recht unübersichtlich, was jetzt schon aufgerubbelt ist, was nicht und wie viel da jetzt zusammenkommt und keine Ahnung. Deswegen 3 Euro. Und wie gesagt, die Challenge findet ihr bei Spaß am Sparen. So, dann machen wir weiter. Wieder von Tanja von Kaffee und Quatsch. Von ihr habe ich sehr viele Sommersachen gekauft. Unter anderem diese Hawaii-Club-Karte. Und ja, wir machen wieder das Bingo. Das will ich eigentlich jedes Mal machen, weil das ja relativ viel ist zum Abstreichen. Und wir würfeln mit Lila und nochmal mit Lila. Eine 4 und eine 3. Das ist dieses Blatt. Da habe ich 4 Euro für festgelegt. Und dann würfle ich hier nochmal für die Würfel und Dominosteine. Und zwar eine 4. Dann nehme ich doch mal hier jetzt Pink. Und mal diese 4 aus. Sind wir bei 8 Euro. Und dann ein zweites Mal. Noch eine 4. Sind wir bei 12. Ne, komm. Machen wir hier aus. So, und ich glaube, da muss das mal eben kurz trocknen. Ja, 12 plus 19 können wir schon mal ausrechnen.
12 plus 19. 31 Euro müssen hier drin sein. Okay. Ich lasse die mal eben an der Seite trocknen, die Challenge. 10. 30. Und 31. So. Ja, ich glaube, ja, jetzt geht's. Und dann kann ich das nämlich hier auch eben aufschreiben. Plus 12 sind 31, wie wir gelernt haben. Das wäre es ja jetzt auch wieder gewesen, wenn ich da jetzt noch ein falsches Ergebnis hinschreiben würde. Oh, das wäre so typisch. Naja, so. Dann gehen wir weiter zur Beach Bar. Erstmal ein leckerer Cocktail, würde ich sagen. Und zwar ist das von Budget Magic eine Challenge. Und, oh, der sieht lecker aus mit Wassermelone für 7 Euro. Den nehme ich. Den nehme ich. 7 Euro. Ah, hier habe ich sogar getrackt. Ah, ich habe erst 9, 8 und jetzt 7. Naja, gut. 17 plus 7 gleich 24. Okay. Dann ja, packe ich einfach 7 Euro rein. 5, 6, 7. Okay. Wir kommen zur Aloha Club Karte. Die ist von Budget, nein, von Black Roses Design. Das hier eben von Budget Magic. Und hier möchte ich eins von diesen wunderschönen bunten Losen ziehen. Und zwar so ein hellblaues. Ich finde das richtig, richtig schön. Und die Lose trage ich hier ein. Warum sind denn da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lose dabei? Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt dachte ich, ob man hier auch noch Lose einträgt. Das könnte ich auf jeden Fall machen, aber habe ich trotzdem eins zu viel. Hat Tina sich da jetzt verzählt, oder? Aber das war ja, ich bin mir sehr sicher, dass es halt in einem Tütchen war. Also eine Tüte, da war die Klappkarte drin und diese Lose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach so, ja doch, und dann kann ich es doch da eintragen. Ich habe mich gerade... Warum einfach? Egal, wir starten jetzt einfach. Die Verwirrung. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das, ja. Das glaube ich auch manchmal. So, was haben wir denn hier? Die 74, das sind 11. Ja, und 11 Euro sparen wir auch wohl. Hier in den Cocktail. Und dann rubbel ich noch ein Feld frei. Und zwar möchte ich ein dieses Rosa aufrubbeln. Ah, perfekt. 4 Euro. Dann kommen hier 15 rein. Ja. Habe ich auch gedacht. Ach, so 15 Euro hier rein würde passen. Ja. Oh nein. Ich glaube, ich muss den Roboter wieder ausleeren. Der hat schon wieder gespuckt. Also da sind irgendwie die ganz viele Rubbelkrümel jetzt gerade kurz rausgefallen. Naja, achso, den Stift brauche ich übrigens zum Schreiben. Plus 15 sind 15. Das ist am Anfang immer sehr einfach auszurechnen. Oh, ja, Mann. So. Dann schaue ich gleich mal, ob ich genug Geld hier liegen habe oder ob ich noch was rausnehmen muss. Hier sind halt jetzt relativ viele Challenges drin und auch viele neue. Und da möchte man ja auch ein bisschen was machen. Und ja. So. Dann kommen wir zu diesem Meeresrauschen-Set von der Susan wieder, von Gemeinsam Sparen. Und da als allererstes zur Rubbel-Challenge, die ich nebenbei bemerkt wunderschön finde. ich werde das aufrubbeln, weil das hier schon ein bisschen angekratzt ist. Und zwar ist es so, dass unter den kleinen Rubbelstickern ein etwas niedrigerer Betrag drunter ist. Und unter den großen Rubbelstickern sind zwei Beträge, wo man sich dann entweder einen höheren oder einen, den niedrigeren aussuchen kann. Und oder beide sparen kann und hier sind schon mal 8 Euro. Na, das lässt ja hoffen auf die großen Beträge. Naja. Bin ich gespannt, was hier am Ende bei rumkommt. Und ich überlege hier tatsächlich mit zu tracken, weil ich ja teilweise da nur einen Betrag spare, also entweder einen großen oder einen kleinen.
Voraussichtlich, damit ich einfach den Überblick hier dann habe. Ja. Machen wir das mal so. Die Folie ist sehr dreckig. Da war schon mal vorher eine Rubbel-Challenge drin. Aber glaubt ihr, ich denke daran, sowas sauber zu machen? Oder mach mir die Mühe? Nein. ja, wenn da eh dann wieder eine Rubbel-Challenge reinkommt. Wozu? Wozu? So, dann kommen wir zu der Lose-Challenge, die zu dem Set dazu gehört. Das ist die hier. Und auch die finde ich wunderschön. Und da waren hellblaue Lose auch mit dabei. Hier ist eins. Den Müll schmeiße ich einfach dahin. Ihr könnt ihn da sehen. Und hier versteckt sich die 69. Und das sind 15 Euro. Da mache ich nochmal die Quersumme und spare 6. Genau, das track ich nicht, weil ich kann auch einfach hier vorne die Beträge zusammenrechnen. Da lohnt sich der Aufwand nicht. Und jetzt habe ich hier nur noch einen Zehner liegen und aber noch zwei Spiele. Okay. So, wir machen mal erstmal weiter mit der letzten Challenge aus dem Set. Das ist die Schiffsreise. Und genau, gedacht ist es ja als Sparstraße. Man kann auch würfeln, aber ich werde es einfach der Reihe nach machen. Und genau, wir starten hier beim Papagei und möchten zum Schatz. Und ja, hier starten wir mit 6 Euro. Hier würde ich, glaube ich, gerne mal in dunkelblau ausmalen. Mal sehen, ob das gut aussieht oder nicht. Ja, doch, das geht. das heißt, ich brauche noch mal einen Fünfer. So, sehr ordentlich. Das darf mal kurz trocknen. Während ich hier noch einen Fünfer aus meinem Spielgeld hole. Und dann haben wir gleich auch nur noch eine Challenge. So. Das kommt hier rein. Und 1 Euro noch dazu. Sind 6. 5 plus 1 sind 6. So, und wenn ich mich jetzt in diesem Video verrechnet habe, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich sag's euch wirklich. Oh, schlimm. So. Und aber eine Challenge habe ich ja noch. Und zwar der Piratenschatz von Bangos. Und da bin ich schon auf der letzten Klappkarte und bin auf der Suche nach dem Schatz. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, ob es nicht sein kann, dass das alles quasi der Schatz ist und ich nur ja einzelne Beträge noch finde und gar nicht mehr eine Schatztruhe. Kann auch sein, weiß ich nicht. Aber also ich bin davon ausgegangen, dass hier noch irgendwo ein Schatz versteckt ist. Naja, ich denke mal, wir rubbeln zwei auf. Und zwar einmal dieses hier für 3 Euro. Und einmal dieses hier für 2 Euro. Ne, da machen wir noch weiter. Wenn hier so solche Beträge drunter sind, können wir noch weitermachen. Sind wir ja erst bei 5. So, erstmal alles wegkriegen hier. Dann machen wir noch hier oben. Oh, 8 Euro. Sind 13. R2D2. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob hier noch eine Schatztruhe irgendwo versteckt ist oder nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. 13 Euro kommen rein. Da kann ich dann gleich was tauschen. 33 Euro sind hier drin. Ja, doch, okay, passt. Plus 13 sind 46 Euro. Und ich glaube, ich tausche mir das dann gleich auch mal. Wobei 20. 20. 30. Ja, doch. 35, 36. Das heißt, das kommt Seite und da kommt noch ein Zehner rein. Genau,
Genau, das tausche ich dann mal eben hier. Zehner. Fünfer kommt hier wieder rein. Für das nächste Spielevideo. Und genau, dann haben wir hier 46 Euro drin. Tracker noch wieder rein und die Klappkarte. Und ja, dann sind wir schon durch mit dem Video. Alle Spiele sind durchgespielt. Das ist immer ein sehr trauriger Moment, oder? Wenn man nicht mehr weiterspielen darf. Der Banner ist rappelvoll. Hier geht gar nichts mehr, weil hier auch relativ viel Kleingeld drin ist. Also überall sind so ein oder zwei Münzen drin. Weil ich ja auch viel neu angefangen habe. Oh nein, nicht übereinander jetzt die Münzen hier, sondern nebeneinander. So. Und dann kommt die hier mal nach unten. So. Und dann, ja, jetzt geht's wieder. So, jetzt geht der Banner wieder zu. Perfekt. So, jetzt sind wir aber durch. Ich war, was wollte ich sagen? Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.